Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zum Abschluss der kleinen Skyrim-Videoreihe, die jetzt irgendwie ein Let's Play der Diebesgilde geworden ist. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber es hat sich das irgendwie so ergeben. Zum Abschluss müssen wir jetzt den Skelettschlüssel ins Dämmergrab zurückbringen, um Nocturnal zu besänftigen. Ihr habt schon gesehen, es sind ein paar Level geflogen. Ich bin ein bisschen durch Skyrim getourt und habe unter anderem dieses Haus hier gebaut. Und dabei musste ich zwischendurch ein bisschen schmieden. Ich habe auch versucht, zu Geld zu kommen. Habe das Geld dann wieder verschleudert für... Hallo Hirsch. Habe das Geld dann wieder verschleudert, um meinen Redekunstskill zu verbessern. Naja, was man halt so tut. Also Schmiedekunst-Skillen war oder ist relativ einfach, weil ich habe seit Ewigkeiten das Material, das ich so gefunden habe, nicht verbraucht. Also, ja. Oh, ich habe Schleichen fast maximiert. Das ist ja auch cool. So, aber wo ich eigentlich hin wollte, war Redekunst. Wo ist es denn? Redekunst, 83. Nicht mehr lange, dann kriege ich Hehler. Hehler ist super. Dann brauche ich endlich nicht mehr die Gildenhehler, um mein geklautes Zeug zu verkaufen. Kleidung. Kleidung. Kleidung ist gut. Ring des Schleichens. Jawohl. Ansonsten Nachtigallenrüstung. Ja, ich habe mittlerweile auch die Maske von Clavicus Vile besorgt, um besser handeln zu können. War eine lustige Quest, aber war zum Vorführen dann doch nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Ist halt eine lustige Szene drin, aber ansonsten ist es halt einfaches Dungeon Crawling und durch die Gegend eiern. So, Kutscher. Wohin soll's gehen? Bring mich nach Falkenring. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ich hoffe, ihr werdet da hinten nicht zu nass. Warum sollte man nass werden in Falkenring? Wow. Okay, es gibt einen Drachenangriff. Glaube ich jedenfalls. Also meistens, wenn beim Spawn die Wachen alle so zusammenstehen, dann kommt irgendwo ein Drache. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber meistens ist das so. Irgendwo kommt er gleich. Ah, was sage ich? Da ist er. Bogen der Nachtigall. Ja, ich habe meine Waffen abgegradet mit Hilfe meines Schmiedeskills. Was bedeutet, dass die Klinge des Wehklages mittlerweile 51 Schaden macht. Mal 30 beim Hinterhalt. Also 1500 Schaden. Nee. Mal 30? Mal 3 wäre 100. Doch. 1500 Schaden ungefähr. Also so ein bisschen viel. Drache. Hier bei Fuß. Put, 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 put. Ich mach dich kaputt. Put, 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 put. Hat er keine Lust? Manchmal brechen Drachen so einen Angriff halt auch ab und dann fliegen sie einfach eine Runde und dann schwirren sie wieder ab. Ah, der kommt immer näher. Ich glaube, der hat Bock. Auch nicht. Ja. Der kommt nicht wieder, glaube ich. Okay. Nix dagegen. Ich bin ja sowieso nicht hier wegen Drachen. Zuflucht der dunklen Bruderschaft? Nee. Das wäre zwar interessant, aber da will ich jetzt nicht hin. Ich will zum Rückkehr der Finsternis. Ach, ich könnte ja mal den Questtext lesen, ne? Mit Nocturnals Skelettschlüssel im Gepäck befinde ich mich auf dem Weg zum Dämmergrab. Dort angekommen, werde ich ihn an seinen angestammten Platz zurücklegen. Und dafür eine echt coole Fähigkeit einsammeln, die gerade für Assassinen traumhaft ist. Was das ist, das werdet ihr dann sehen.
Weil der eine oder andere jetzt sagen würde, naja, du kannst ja auch den Schattenstein benutzen, aber ich benutze die Findlinge nicht so gerne. Wenn ich einen Krieger spiele, dann benutze ich meistens den Schlachtrossstein. Ansonsten benutze ich eigentlich immer den Klassenstein, also den Magierstein, den Diebesstein, den Kriegerstein. Ja, wie gesagt, bei Krieger eben nicht, dann nehme ich dann den Schlachtrossstein, damit die schwere Rüstung nichts wiegt. Ich renne mal einfach ohne zu schleichen durch die Gegend. Eigentlich kann nichts, was hier auftaucht, mir wirklich gefährlich werden. Gut, theoretisch könnte ein Werwolf mich aus dem Hinterhalt angreifen. Ich glaube, dann wäre ich tot, bevor ich mich wehren kann. Aber ansonsten kann mir eigentlich nichts passieren. Falkenring ist irgendwie wie meine Heimatregion, ne? Es regnet immer. Ihr da, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger. Am Arsch, die Räuber? 100 Goldstücke könnt ihr haben, wenn es euch gelingt, sie mir wegzunehmen. Wenn ihr darauf besteht... Kommt schon, Jungs. Das wird lustig. Ah, ich hab noch den Bogen ausgerüstet. Wow! Die haben irgendwas ziemlich Krasses dabei. So viel zu mir kann eigentlich nichts gefährlich werden. Vom Feinsten. Ja, man stirbt halt doch recht schnell mit leichter Rüstung. Ja, wo war ich? Ich glaube, der letzte Savepoint müsste dann vor der Kutsche gewesen sein. Oder hier. Noch besser. Ja. Das kommt dabei raus, wenn man angibt, ne? Wenn man sagt, ah, da kann eigentlich nichts gefährlich werden. Ja, Dieb ist halt kein Krieger. Auch wenn man dann teilweise ziemlich hart auf die Kampfskills geskillt ist, aber trotzdem klettert wieder hinein. Wird man erwischt, dann stirbt man. Ich hoffe, ihr werdet da hinten nicht zu nass. Jetzt habe ich irgendwie Bock, um Krieger zu spielen. Ich glaube, wenn ich das hier fertig habe, dann fange ich nochmal neu an. Wartet, ich kenne euch doch. So, den Drachenangriff lassen wir erstmal Drachenangriff sein und reiten einfach. Leben gerufen haben. Vier Jäger oder so. Ist das der richtige Weg? Ich habe meine Zweifel. Ist das überhaupt ein Weg, ist die Frage. Na, irgendwann werde ich schon einen Weg finden. Ah, da fliegt der Drache. Lass den mal Drache sein. Ups, ich hab den Fuchs umgeritten. Auch schön. Oh, das Pferd ist K.O. Naja, das kommt vor. Das sind keine Wölfe. Schlecht, das sind Todeshunde. Ich laufe einfach davon. Scheiße, sie sind schon da. Gut. Wollen sie es noch wissen? Nö, okay.
Ich leg keinen Wert drauf, mich mit denen anzulegen. Die sind zwar nicht wirklich gefährlich, aber ich habe keine Lust, gegen sie zu kämpfen. Dämmergrab, da sind wir. Betritt das Dämmergrab, sprich mit dem Nachtigallenwächter. Okay. Das wird wohl der hier sein. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der letzte? Was ist mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Wieso tragt ihr die Schuld? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Wartet mal. Ihr seid Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Das habe ich für die Gilde getan. Ihr wart der Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Kalia hat mir geholfen. Kalia? Sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Und dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann werde ich allein weitermachen müssen. Leider ja. Meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Was stimmt mit den anderen Nachtigallwächtern nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Ja, mit anderen Worten, das ist eine Ausrede, warum die gegen uns kämpfen. Warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Welchen Einfluss hat der Schattensee auf uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück.
Glück ist bedeutungslos für das, was wir tun. Also für das, was wir tun, benötigt man Können. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Wie kann das die Dinge verändern? Denkt doch einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Und nun, da der Schattensee geschlossen ist, ist auch unser Glück am Ende. Exakt. Es gibt nur wenige, die Nocturnal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Was wird mir auf dem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Könnt ihr nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Na dann. Viel Glück, Nachtigall. Gegner sehe ich hier keine. Sieht ja alles wie eine Aha, da ist doch ein Gegner. Na, das werden dann diese Nachtigallwächter sein, denke ich mal. Aufmerksam sind die denn? Okay, man kann sich recht easy an denen vorbeischleichen. Yay, schleichen auf 99. Wenn ich noch viele solcher Gegner umhauen muss, dann bin ich auf 900, bevor wir fertig sind. Oh, was zur Hölle? Moment, dann will ich erst nochmal die Pilgerleiche suchen von der... Hier irgendwo eine Leiche von einem, den es erwischt hat. Nee? Okay. Da hinten vielleicht? Oh, da sitzt ja einer. Okay, auch so keine richtig schwierigen Gegner. Schalter. Oh. Naja. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber schon nett. Der Kuchen und der Diamant. Naja. Na gut, dann muss ich irgendwie so klarkommen. Ich dachte, ich kann, bevor das eigentliche Dämmergrab anfängt, mir die Tipps abholen, was ich eigentlich machen soll. Ich finde, das sieht so spooky hier aus. Ach da, der Typ wahrscheinlich. Aua, aua, aua! Ah, aber richtig aua. Okay, Licht ist nicht mein Freund.
Okay, hier sind Fallen und ich kann sie nicht sehen. Weil ich ja nicht durchs Licht darf, da ist ein Stolperdraht, okay. Da ist es sehr hell heißt wahrscheinlich sehr, aua. Oh, ich liebe das hier, das ist so richtig schön spooky. Ein bisschen mehr, ja, es fehlt so ein bisschen das Payoff dazu, ne? Hier müsste man irgendwie einen Schocker einbauen. Okay, das war jetzt bis hierhin was relativ einfach. Hier ist jetzt wieder Licht. Tut das hier auch weh? Ne, okay, hier tut das Licht nicht mehr weh. Da ist eine Statue. Vermutlich von Nocturnal. Könnte Nocturnal sein, oder? Was meint ihr? Ja, aber was soll ich tun? Schalter, den ich drücken muss? Also hier scheint ja Ende zu sein, aber ich kann hier nicht mit irgendwas interagieren, mit der Statue selbst. Auch nicht. Ich habe ja das Gefühl, hier diese Tür sollte aufgehen. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas vergessen. Vielleicht hätte ich im Schattenraum noch irgendwas tun sollen. Vielleicht muss ich hier irgendwo einen Schalter drücken oder so. Kann ich mir aber fast nicht denken. Hm. Ich meine, hier ist ja nichts. Gut und schön, aber... Okay, ich hatte hier was anderes erwartet. Ich hätte auch dieses Tagebuch, das er mir angepriesen hat von irgendeinem Pilger, das hätte ich jetzt auch gerne mal gefunden. Ups! Ja, Licht ist nicht mein Freund. Aber egal, ist vielleicht sowieso ganz gut, wenn ich nochmal von vorne anfange. Ach Gottchen, jetzt muss ich den ganzen Dialog... Das mache ich jetzt aber schnell. Ich erkenne euch nicht. Der letzte der Nachtigall. Wir wurden von einem... Ich war verblendet. Wäre ich wachsamer gewesen? Woher kennt ihr mich? Der Schlüssel und Mercer frei? Dann... Ich schulde euch viel, Nachtigall. Ein sehr edler Gedanke. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufkarliert. Ich fürchte, sie hat dasselbe. Nichts wird seit dem Augenblick meiner... Die Grabstätte, als Mercer den Schlüssel stahl. Leider ja. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden. So, jetzt gucke ich mich mal hier um. Vielleicht liegt hier irgendwo der Pilger, von dem er redet. Viel Glück, Nachtigall. Niemanden. Keine Spur von gar nichts. Außer diesem Wagen hier. Auf dem merkwürdigerweise eine Spitzhacke liegt. Was soll das denn? Hat hier einer geschürft?
er mir das. Nee, in die Hand gegeben hat er mir das Buch auch nicht. Hier ist einfach nix. Nix. Also wenn man das hier für ein komischer Klotz ist. Wo hängt's? Im Zweifel immer mal die Göttin hauen, das kann nie schaden. Ich soll jetzt hier auch nichts mit dem Skelettschlüssel oder so machen, oder? Skelettschlüssel, wo ist er denn? Fallen lassen. Kann auch nicht aus dem Inventar entfernt werden. Juckt mich ja in den Fingern jetzt tatsächlich einfach mal zu googeln, aber irgendwie nö, ich würde das jetzt schon gerne selbst rauskriegen. Hier oben schleicht ja auch noch einer rum. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Viel Glück, Nachtigall. Bring Nystroms Tagebuch und dein. Aha, also doch hier. Oh, Ebenerzkriegsakt der Verbannung. Gut, da haben wir es doch. Was steht da drin?
keine Ahnung, warum ich mich von Anders zu diesem Unterfangen habe überreden lassen. Er sprach oft davon, dieser Ort stecke voller Reichtümer, aber ich habe noch keine einzige Goldmünze zu Gesicht bekommen. Und alles, was und was alles noch schlimmer, ich kann nicht mehr reden. Was alles noch schlimmer macht, die Priester beginnen langsam Verdacht zu schöpfen, dass wir gar nicht die sein könnten, für die wir uns ausgeben. Sollten sie dahinter kommen, dass wir nur so tun, als wären wir Priester Nocturnals, werden sie uns garantiert nicht einfach nur höflich zum Gehen auffordern. Ich muss jetzt besonders vorsichtig sein. In meiner Rolle als Altardiener Nocturnals wurde mir ein Mentor zugewiesen, ein alter Dunkelelf namens Lythilus. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ihm vielleicht ein paar Informationen über den Pilgerpfad entlocken. Anders schwört, sämtliche Schätze des Tempels wären im inneren Heiligtum verwahrt, das sich am Ende des Pilgerpfads befindet. Meine Aufgabe ist es also, durch die Hindernisse zu manövrieren, die da vorliegen. Lythilus war leichter zu überlisten, als ich erwartet hatte. Er erwies sich als wahre Fundgrube, was den Pilgerpfad angeht. Allerdings sprach er stets in Rätseln. Ich werde versuchen, hier niederzuschreiben, was er mir verriet, und es anders zeigen, wenn er mit seinem Mentor fertig ist. Das Einzige, worüber Lythilus sich tatsächlich im Klaren zu sein scheint, war, dass der Pfad 5 Prüfungen umfasst. Der bußfertige Mann. Ansonsten sagte er Folgendes darüber. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Über allen stehen sie in der ewiger Wacht, Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt von Licht. Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle, denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, wie weder gesehen noch gefühlt noch getragen werden kann. Direkt und doch nicht direkt. Der Weg zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Die Reise ist vollendet. Die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen. Zögert nicht, euren Wunsch nachzugeben, ihr eure ewige Ergebenheit zu schenken. Abgesehen davon murmelte er noch verschiedenen Unsinn, wie die Nacht ist der neue Tag und dass sie der Geist der Sonne sei. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese kryptischen Anspielungen bedeuten sollen, aber ich bin guter Hoffnung, dass Anders und ich all unser gesammeltes Wissen beim morgigen Ritual auf die Probe stellen werden. Ich muss allerdings sagen, viel klüger bin ich jetzt nicht. Also, ja, okay, vom Licht fernhalten, das war mir ja auch schon klar, das wusste ich noch. Aber wie geht's danach weiter? 5 Prüfungen. Steht was im Questlog? Das wäre ja vielleicht cool. Okay, das ist nichts Neues. Folge dem Pilgerpfad, ja. Nochmal in das Buch. Gebt ihr aber, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneint das Materielle. Denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen noch gefühlt noch getragen werden kann. Ich habe so eine Ahnung. Ich habe zumindest eine Idee. Jetzt zu der Statue von Nocturnal, denke jedenfalls, dass es Nocturnal ist, gehe. Was ist denn, wenn ich mich dann einfach mal ausziehe? Ich habe gerade ein Geräusch gehört und dachte, ich hätte irgendwas ausgelöst. Oh, eine Kette, echt? Ja, okay.
Kette. Aha! Wusste ich doch, da geht's weiter. Also ich wusste, dass diese Tür auf muss, irgendwie. Okay, was kommt jetzt? Oh, ich wünschte, ich hätte den Wirbelwind-Sprint. Okay, das hätten wir gerade so geschafft. Oh! Okay. Da sind Nachtigallwächter, dann gucke ich mir doch erst die Tür an. Allerheiligstes klingt eigentlich cool. Dann gucke ich mir doch erst das hier an, weil Allerheiligstes klingt ein bisschen nach dem, wo ich hin will. Aber was gibt's hier noch? Meisterschloss. Ich habe ja den Skelettschlüssel. Noch habe ich ihn ja. Der Skelettschlüssel ist halt ein Dietrich, der nie zerbricht. Hier. Habe ich da eine Abkürzung übersehen? Das wäre aber sträflich. Okay. Ja, ich sehe nirgendwo eine Treppe und runterspringen will ich nicht. Da ist eine Treppe hoch, aber... ich will ja eine Treppe am liebsten, die mich wieder hier hinbringt, wo ich jetzt bin. Okay, lassen wir das. Dann gehen wir doch ins Allerheiligste. Wow. Ja, ich creep ein bisschen aus. Licht tut hier nicht weh. Das wäre dann wohl dieser Schattensee, von dem gesprochen wurde. Oder? Ja. Anders Nachricht. Oh. Müsste ja ganz oben sein. Was steht denn da? Ich fasse es nicht, ich bin so weit gereist, ich habe all diese albernen Rätsel gelöst und alles nur, um hier zu enden, nachdem ich mir Nüsterns Hinweise, die er von Lythelos erhalten hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nur das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich wieder herauskommen soll. Hoffentlich kommt bald jemand, denn ich bekomme langsam Hunger. Ja, ich glaube, mit ihm hat sein böses Ende genommen. Soll ich mich jetzt ausziehen? Skelettschlüssel einsetzen. Ich möchte mich aber erst wieder anziehen, wenn es recht ist. Okay. Schattenseeschloss. Wir denn?
Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes. Einen Kuss auf eure Wange. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen, eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl. Okay. Hatte jetzt nicht erwartet, dass sie gleich persönlich aufkreuzt. Naja. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Sie klang eher gleichgültig. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Was hat es mit dem Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Warum kann ich nicht einfach alle drei sein? Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt. Wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und ihr? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist. Sondern ein Anfang. Der Anfang wovon? Nun, vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen, und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Wählt euren Weg, dann wird euer zu beendet sein. Kalia? Ich wollte jetzt eigentlich keinen wählen, aber mal sehen. Ich habe jetzt Täuschung. Kräfte? Nachtigall-Täuschung. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling?
Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Jana, was gibt es? Ich frage mich gerade, ob ich ihr die Nachtigallenrüstung auch wieder auch klauen könnte. Anscheinend nicht. Oh, warte. Nein, wirklich nicht. Okay. Ich wollte aber nicht... Täuschung. Warte mal, 24 Stunden warten, hat sie gesagt, ne? Ist das spannend. Schattenmantel von Nocturnal. Ist das jetzt der richtige? Beim Schleichen bist du automatisch 120 Sekunden lang unsichtbar. Ja, also wenn ich es aktiviere. Ich glaube, ich mache das mal. Ich probiere das mal kurz aus. Kräfte. So. Jetzt ich schleiche. Ja, schon klar. Und jetzt aktiviere ich das mal. Und es bewirkt gar nichts. Okay, vielleicht wirkt es hier drinnen einfach nicht. Wie komme ich denn jetzt hier raus eigentlich? Ja, Nachtigall, was gibt es? Nee. Lebt wohl. Wie komme ich hier raus? Haltet die Augen offen und wandelt mit den Schatten. Ja, Nachtigall, was gibt es? Woher weiß ich, dass ich hier gebraucht werde? Wenn dieser Ort je wieder in Gefahr gerät, werden die Schatten euch rufen. Bei Bedarf verbindet ein Portal die Grabstätte mit der Nachtigallhalle. Das könnt ihr nutzen, wann immer ihr möchtet. Lebt wohl. Haltet die Augen offen und wandelt mit den Schatten. Portal to Entrance, okay. Einfach unsichtbar. So, wenn ich jetzt angreife, dann verliere ich das, ne? Oh, ich werde nicht mal sichtbar dadurch, dass ich... Okay. 120 Sekunden, das ist halt echt eine Menge. Wie lange hält das jetzt genau an? Ich habe es ja vorhin aktiviert. Muss ja gleich aufhören. Zwei Moment, kann ich. Sehe ich das bei aktive Effekte? Ah ja. 15 Sekunden, ja, dann hört er jeden Moment auf. Effekte. Irgendwie funktioniert es nicht so, wie es soll, aber irgendwie werde ich halt unsichtbar damit. Das ist schon mal geil. So. Das war's. Das war die Nachtigallen-Quest, quasi die Diebesgilden-Hauptquest. Man kann jetzt noch Nebenaufgaben machen und wenn man die alle gemacht hat, dann wird man auch Gildenmeister, aber... Ja, also man kriegt dafür auch nichts Besseres als die Nachtigallenrüstung. Von daher muss man nicht machen, ist auch eher unspannend, was man dafür Aufträge kriegt. Aber es ist nützlich. So,
Das war's. Ich gehe davon aus, nächste Woche laufen auf meinem Kanal dann wieder die üblichen Videos. Damit sind diese Skyrim Weeks zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Ciao, ciao.